In diesem Video beschäftigen wir uns mit einem doch recht schweren Thema, nämlich mit den Rechenregeln für Wurzeln. Und damit wir das nachher gemeinsam gut meistern, benötigen wir alles bisher Gelernte. Wir müssen den Zusammenhang zwischen Potenzen und Wurzeln kennen, nämlich dass a hoch m dividiert durch n gleich die n-te Wurzel aus a hoch m ist. Aber genauso müssen wir auch die Potenzrechenregeln wissen, denn diese werden wir brauchen für die Erklärungen. Und hier möchte ich besonders auf folgende hinweisen, nämlich auf a mal b in Klammer hoch n. Das ist ja gleich a hoch n mal b hoch n. Und ich möchte noch hinweisen auf a hoch n in Klammer hoch m ist gleich a hoch n mal m. Hier steht jetzt das a und das b für beliebige Zahlen. Kommen wir nun zum entsprechenden Fenster. Und als erstes wollen wir diese zwei Terme vereinfachen, nämlich so weit wie möglich. Beim ersten können wir jetzt direkt eine der Rechenregeln, die wir vorher gerade gemeinsam wiederholt haben, anwenden. Und es ergibt sich die n-te Wurzel aus a in Klammer hoch n mal der n-ten Wurzel aus b in Klammer hoch n. Die n-te Wurzel einer Zahl in Klammer hoch n ist ja dann genau wieder die Zahl. Und somit ergibt sich dann a mal b beim ersten Beispiel. Beim zweiten benötigen wir jetzt die zweite Rechenregel, die wir vorhin gemeinsam wiederholt haben. Nämlich, wir ziehen den Exponenten n mal k auseinander und das dürfen wir machen, indem wir die n-te Wurzel aus a in Klammer hoch n in Klammer hoch k haben. Und dann ergibt sich a hoch k, da die n-te Wurzel aus a in Klammer hoch n ja wieder a ist und dann bleibt a hoch k übrig. Beim dritten Beispiel benötigen wir jetzt Folgendes. Also wir spalten wieder unseren Exponenten auf und zwar indem wir die ganzen Wurzeln in Klammer hoch m haben und in Klammer hoch n. Dann lösen wir als erstes die m-te Wurzel auf, da wir ja hoch m haben. Und die m-te Wurzel in Klammer hoch m kürzt sich ja dann weg. Genauso haben wir das dann nachher bei der n-ten Wurzel aus a in Klammer hoch n und somit bleibt uns nur ein a übrig. Versuche nun die unten angeführten vier Rechenregeln für die Wurzeln mit dem bisher Gelernten, also durch die drei Beispiele 1, 2, 3 und durch die Rechenregeln der Potenzen, die du schon kennst, und den Zusammenhang von Potenzen und Wurzeln zu erklären. Drücke dazu auf Pause. Okay, sehen wir es uns gemeinsam an. Wir setzen mal voraus, dass a und b größer gleich 0 ist. Und bei der ersten Rechenregel verwenden wir das erste Beispiel von oben, das wir vereinfacht haben. Wir können ja jetzt sagen, dass die n-te Wurzel aus a mal b hoch n ist ja wieder a mal b, dass sich die n-te Wurzel und das hoch n wegkürzen. Aber es ist ja auch, wie wir oben gesehen haben, die n-te Wurzel aus a mal der n-ten Wurzel aus b in Klammer hoch n gleich a mal b. Somit sind beide Zahlen gleich und daher gilt die Gleichheit. Schauen wir uns das zweite an. Hier können wir das auf mehreren Varianten jetzt zeigen, was natürlich bei deinem ersten, beim dritten und vierten auch geht. Aber besonders beim zweiten möchte ich euch eine zweite Variante zeigen, da ich die erste doch recht schwierig finde. Also nämlich hier könnten wir einfach mehrfach das erste Beispiel von oben anwenden und dann wird sich das auch ergeben, da wir ja sehen, die n-te Wurzel aus a hoch m ist dasselbe wie die n-te Wurzel aus a mal Punkt, Punkt, Punkt mal a mit m Faktoren und dann könnten wir das gleichsetzen mit eben der n-ten Wurzel aus a mal Punkt, Punkt, Punkt mal der n-ten Wurzel aus a. Und dann wäre es einfach nur
dasselbe wie das erste Beispiel, nur eben mit mehr Gliedern, also mit mehr Faktoren. Aber ich möchte euch hier noch eine zweite Begründung zeigen, nämlich für das zweite Beispiel schauen wir uns jetzt nach oben rechts das an. Also wir haben die nte Wurzel aus a hoch m. Nun verwenden wir den Zusammenhang von Potenzen und Wurzeln und der war ja, dass wir anschreiben dürfen dann a hoch m dividiert durch n. Jetzt verwenden wir die Rechenregel, dass wir die Exponenten multiplizieren dürfen, wenn sie wenn der eine noch außerhalb der Potenz steht und die ganze Potenz hochgenommen wird. Somit ergibt sich dann a hoch 1 dividiert durch n in Klammer hoch m. Und jetzt können wir wieder das a hoch 1 dividiert durch n als Wurzel anschreiben, nämlich als nte Wurzel aus a und dann noch in Klammer hoch m. Kommen wir zum dritten Beispiel. Hier haben wir die n mal k Wurzel aus a hoch k und das soll jetzt gleich die nte Wurzel aus a sein. Wenn wir jetzt das Ganze uns überlegen, dann benötigen wir das zweite Beispiel von oben. Da, wenn wir jetzt eben die n mal k Wurzel aus a hoch k hoch n mal k rechnen, erhalten wir ja wieder a hoch k. Und wenn wir jetzt die Vereinfachung von oben hernehmen mit der nten Wurzel aus a in Klammer hoch n mal k, dann erhalten wir, wie wir oben gesehen haben, auch a hoch k. Daher sind sie wieder gleich, die Zahlen. Als vierte Rechenregel schauen wir uns jetzt die mte Wurzel von der nten Wurzel aus a und das soll eben gleich der m mal nten Wurzel aus a sein. Dazu benötigen wir das dritte Beispiel von oben und wenn wir jetzt das dritte Beispiel anwenden, dann erhalten wir ja a und genauso erhalten wir a, wenn wir die m mal nte Wurzel aus a hoch m mal n nehmen. Also wenn wir beides hoch m mal n nehmen, dann erhalten wir jeweils a. Damit haben wir auch noch die vierte Rechenregel erklärt. In diesem Video haben wir somit vier Wurzelrechenregeln gemeinsam erklärt. Falls die noch nicht ganz klar sind, wiederhole am besten das Video nochmal und überlege es dir auch selbst. Bis zum nächsten Video.